Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier aus dem Brauhaus am Lohberg in Wismar zu einer neuen Ausgabe von 1452, unserem Format, bei dem wir Ihnen immer die neuen Produkte und die Neuigkeiten aus dem Brauhaus vorstellen. Vor allem, was die Spirituosenmarke Henricus Neutes Nummer 1 angeht. Und da haben wir natürlich auch den Meister des Ganzen hier bei uns wieder, unseren Braumeister und Chefdestillator Stefan Beck. Hallo Stefan. Christoph, herzlich willkommen bei uns in der Lounge. Ja, ich freue mich, dass ich wieder bei euch in der Beitrag-Lounge sein darf. Und wir haben heute auch wieder einiges vorzustellen. Man denkt ja, so bei einer Sendung, die Sortimente vorstellt, dass wir irgendwann mal am Ende wären. Ist aber nicht so, denn dir fällt immer wieder was Neues ein. Aber bevor wir jetzt dazu kommen, was es Neues gibt, müssen wir erstmal eine gute Nachricht verkünden. Denn euer bisheriges Sortiment, das hat ja schon öfter dieses DLG-Siegel, dieses ganz begehrte DLG-Siegel erhalten. Und ihr habt jetzt hier ein ganzer Stapel die neuen, die 2017er. Wer hat denn dieses Jahr das Siegel erhalten? Ja, auch in diesem Jahr haben wir wieder viele Preise abgeräumt bei der DLG-Prämierung. Und dieses Jahr waren es 6 Goldmedaillen. Oha. Dabei haben wir alles hier stehen, ja? Ja, unser Aquavit, unser Premium Aquavit, den wir schon sehr lange im Programm haben, eines unserer ersten Produkte mit. Auch der Premium Kräuter aus 17 Kräutern nach alter schwedischer Rezeptur. Dann auch unser Kräuter Bitter, der Anno 1452. Nach altem kaiserlichen Rezept. Rezeptur des Kaisers Friedrichs III. Dabei auch unser Rum, unser Papagojen-Rum, der feine Jamaika-Rum, auch die Goldmedaille erhalten. Unser Gin, Wismarian Dry Gin. Da sind wir schon fast beim Thema. Und natürlich unser Baltach Wismarian Single Malt. Whisky. Ja, da hat uns letztens, als wir hier gedreht haben beim Whisky-Tasting mit diesem Whisky-Spezialisten und Dudelsack-Spieler, war sehr lustig, Thorsten Manus, der hat uns ja noch gesagt, für ihn einer der besten Whiskys Deutschlands. Das hat uns die DLG dann auch schriftlich gegeben. Genau, und einige von diesen haben nicht nur die Goldmedaille bekommen, sondern waren in der Tat auch in der Prämierung der DLG die mit der höchsten Punktzahl. Die Kategorien-Sieger, so wie der Whisky, der Gin auch und auch der Aquavit und auch der Rum. Ja, dann erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Der Erfolg geht weiter. Ich glaube, du weißt gar nicht mehr, wohin mit den Dingern, oder? Mit den Urkunden. Ja, so langsam wird der Platz eng, aber dann müssen wir eben anbauen. Genau, müssen wir die alten abhängen, die kommen dann ins Archiv und die neuen zeigen dann. Die Qualität ist gleichbleibend hoch und da hast du gedacht, gut, mit den bisherigen Spirituosen habe ich so einen Erfolg, da mache ich mal wieder was Neues. Und hast auf euren Gin aufgebaut. Ja. Die Verbraucher, Spirituosen, Liebhaber sehnen sich ja immer mal wieder nach neuen Geschmacksrichtungen, nach neuen Produkten. Gin ist im Moment ein Riesentrend. Und Gin ist ein Riesentrend, ein Riesenhype immer noch. Und passend zum Gin haben wir jetzt ein Likör kreiert. Das heißt, das ist eigentlich keine Erfindung von uns, sondern Slow Gin, englisch Slow für Schlehe. Also wenn man so will, ein Likör aus Schlehen und Gin, ist ein alter englischer Likör. Und da wir schon einen der besten Gins im Programm haben, sind wir uns sicher, dass wir auch einen sehr hervorragenden Slow Gin kreiert haben. Ja, Slow Gin. Er ist ein sehr, sehr schönes Rot, kann man schon mal sagen. 28% hier in der Halbliterflasche. Was ist denn eine Schlehe? Klär mich mal auf, so als jemand, der im Bio nicht aufgepasst hat. Ja, Schlehe ist eine Frucht, die meist irgendwo wild wächst, kaum kultiviert wird, verwandt mit der Pflaume, also auch ein Prunus-Gewächs und daher auch geschmacklich ähnlich, also auch eine Steinfrucht. Im Stein hat man auch dieses Bittermandel-Aroma, so, das man eigentlich vom Backen her kennt, aber was typisch ist für Steinfrüchte wie Pflaumen und Kirschen. Ja, und wieso hast du die Schlehe ausgewählt? Ja, der traditionelle Likör zum Gin ist eben dieser Slow Gin, englisch Schlehe, Slow. Das ist richtig englisches und Rezept. Das ist eine ganz historische Geschichte schon, also keine Neuerfindung, eigentlich ein traditioneller Likör.
Erzähl mir mal ein bisschen was zum Herstellungsprozess. Wie unterscheidet sich das jetzt von anderen Likören, die ihr hier vielleicht produziert? Oder ist das ja, also grundsätzlich ist es erstmal ein Likör und kein Brand, wie zum Beispiel der Whisky das wäre oder unser Bierbrand. Ein Likör ist halt ein alkoholisches Getränk, was einen bestimmten Zuckergehalt mindestens haben muss. Das heißt, 10% Zuckergehalt sollte ein Likör mindestens haben, oder dann muss ein alkoholisches Getränk über 15% Volumenprozent Likör heißen. Ja, also es ist auch etwas süßlich im Geschmack natürlich durch den zugesetzten Zucker, aber die Schlehe an sich ist eine ja schon herbstsäuerliche Frucht. Man erntet sie auch nach dem ersten Frost, damit es überhaupt etwas Süße in der Frucht noch gibt. Und das Herbstsäuerliche harmoniert eben sehr gut mit dem zugesetzten Zucker und natürlich mit den Aromen unseres prämierten Gins. Ich kenne das von eurem Himbeerbrand, dass ihr immer ganz, ganz viel Aufwand treibt, um die richtige Frucht dafür zu finden. Wo habt ihr jetzt die Schlehen her? Ja, das ist nicht ganz so einfach. Da muss man halt sehen, dass man hier und da welche findet, wild findet. Aber du gehst es nicht selber pflücken? Das haben wir dann irgendwann auch vor, aber die ganze Menge kriegen wir damit nicht zusammen, die wir dafür bräuchten. Da kauft man dann eben auch Früchte zu aus ökologischem Anbau dann auch. Mhm. Okay. Und was würdest du sagen, so ein Schlehen-Gin-Likör? Das heißt, also Gin ist mit reingemischt, euer Gin? Gin ist mit drin, also die beiden Hauptkomponenten in der Geschmacksrichtung ist einmal die Schlehe als Frucht und dann eben auch unser Wismarian Dry Gin, unser prämierter Gin, der dann das ganze Aroma abrundet und so besonders macht. Mhm, dann wollen wir einen Geruchstest machen. Also es riecht schon mal sehr, sehr fruchtig. Ja, fruchtig, und man riecht auch dieses Benzaldehyd-Aroma, also dieses Bitter-Mandel-Aroma, was eben typisch ist für Steinfrüchte, was sich im Stein der Schlehe auch befindet und dafür eben typisch ist für diese Art der Früchte. Das heißt, man kann das auch fast mit einer Kirsche verwechseln, wenn man es nicht weiß. Also es riecht auch so in Richtung Pflaume, Kirsche. Nicht nur von der Farbe, ja. So irgendwo zwischen Pflaume und Kirsche, da hast du recht. Was wäre so dein Anlass für einen Slow Gin? Anlass gibt es jederzeit natürlich. In gemütlicher Runde, zum Feierabend. Zum Beispiel hier immer. In der Beitach Lounge. Zum Beispiel auch in unserer Lounge. Auch bei einer Zigarre ist jetzt nicht das Typische zu einer Zigarre. Da würde ich eher dann Whisky oder einen Rum empfehlen. Aber die Geschmäcker sind verschieden und somit haben wir wieder ein Produkt, was sich deutlich von allen anderen unterscheidet, auch von unseren anderen Likören, von den Kräuterlikören, auch von unserem Premium-Roten. Wir haben ja schon einen roten Likör, aber das Slow Gin ist eben nochmal etwas anderes in der Geschmacksrichtung. Und dadurch, dass wir ihn bewusst nicht so süß gemacht haben, auch für die Likörfreunde geeignet, die eben nicht diese extrem süßen Liköre mögen. Also was ich schon mal toll finde, ist diese Rubinfarbe. Ich weiß nicht, ob man das so gut sehen kann im Bild, aber so ein ganz, ganz klares Rot. Und dann wollen wir mal schauen, wie es schmeckt, würde ich sagen, oder? Auf jeden Fall. Darf ich? Dann sehr zum Wohl. Mmh. Also du hast jetzt viel von Bitterstoffen gesprochen, aber zusammenziehen tue ich mich jetzt nicht. Der ist ganz, ganz sanft. Bitterstoffe direkt meinte ich nicht. Ich meinte diese Bittermandel, was man eben als Backaroma heutzutage noch kennt. Aber das ist eben das Typische für die Steinfrucht, zu der die Schlehe gehört. Zusammenziehen tut es nicht, aber es ist auch eine leichte säuerliche Note drin. Jetzt kommt's langsam. Die Schlehe halt, was sehr gut mit dem Zucker harmoniert und natürlich umrundet von den Aromen unseres Gins. Der entfaltet sich ja richtig. Da hast du erst die Süße beim Trinken, klar, und dann geht das hier hinten los am Gaumen und vorne auf der Zungenspitze. Dass da so eine zweite Welle kommt, richtig. Mhm. Finde ich faszinierend. Stefan, ich kann nur mal wieder sagen, Kompliment.
Und der Slow Gin, der ist auch in einer vernünftigen Menge jetzt. Ihr seid ja noch eine Manufaktur. Du hast gerade ein Fass angesetzt damit. Ja, also was heißt Fass angesetzt? Er muss ja nicht reifen, wie zum Beispiel der Whisky mindestens 3 Jahre im Fass liegen muss. Also Liköre kann man schon in sehr großen Mengen produzieren, weil sie eben aus der Schlehe, aus der Frucht, wenn man sie denn ausreichend erhält. Wenn man genug Schlehe hat, kann man auch genug Likör produzieren. Und Gin haben wir auch noch reichlich da oder können wir auch schnell nachproduzieren. Wir sind eben nicht an gewisse Mindestlagerzeiten wie beim Whisky gebunden und somit können wir den auch in größeren Mengen herstellen. Ja, das ist schon mal eine gute Nachricht, denn ich glaube, der wird sich sehr gut verkaufen. Ihr seid ja mit Henricus Neute in letzter Zeit auch richtig in die Breite gegangen. Euch gibt es jetzt auch nicht nur in verschiedenen Spezialhandlungen, sondern zum Beispiel auch hier in Wismar beim Marktkauf habe ich euch gesehen. Das auch, ja. Also was wir auf keinen Fall wollen, unsere Produkte gehören nicht in den Discounter. Preislich schon mal nicht und außerdem wollen wir uns da auch nicht verramschen lassen. Ich glaube, da kommt ihr auch überhaupt nicht in die Gefahr. Aber Marktkauf, Edeka, das sind natürlich Einzelhändler, die auch auf Qualitäten Wert legen. Und dann natürlich auch bei Großhändlern, die Gastronomie beliefern, ausgesuchte Fachgeschäfte natürlich auch. Gibt es in Wismar auch ein paar Spirituosen- und Weinhandlungen, die unsere Produkte führen. Und da wollen wir eben unsere Produkte gern sehen und wir wachsen immer weiter im Vertriebsnetz, sodass wir dann demnächst auch möglichst deutschlandweit, wenn nicht gar europaweit, weltweit. Also egal von wo Sie uns zuschauen, liebe Zuschauer, halten Sie Ausschau nach Produkten von Henricus Neutes Nummer 1, denn die werden sich in immer mehr Restaurants, die was auf ihre Getränkekarte halten, wiederfinden. Und ansonsten gibt es natürlich auch euren Webshop, ne? Natürlich, einen Online-Shop gibt es und natürlich das Brauhaus, wo man alle unsere Spirituosen auch direkt vor Ort versandkostenfrei natürlich dann mitnehmen kann. Klar, direkt an der Quelle ist immer noch am besten, da kann man sie gleich probieren. Und ein gutes Schnitzel kriege ich hier auch noch. Und nicht nur das. Ich wohne ja hier nebenan. Stefan, ich sag mal Prost. Sehr zum Wohl. Und Ihnen auch. Ganz toll.